Hallo Leute, willkommen zurück zu Mario und Luigi. Nee, Scherz, ich spiele nur Luigi. Und zwar Mario Bros. The Last Levels, Welt 8. Tjo, wollen wir mal weiter hier machen? Eieiei, Welt 7 war schon lustig, aber jetzt sind wir in Welt 8, Leute. In Welt 8, das ist das Doppelte von 1. Nee, ungefähr so halt, ne? Egal, wir haben das Achtfachte von 1, so war das, genau, da war doch was. Egal, wir sind jetzt in Welt 8 und es geht schon mal los, dass da ein Pilz drin ist und ein Haufen Schildkröten. Wow, hört das mal hier auf, oder? Nö, natürlich müssen hier 10.000 sein und natürlich ist der Wind auch wieder mit von der Partie. Aber bis jetzt brauche ich ihn eigentlich nicht, oder? Ich brauche die Schildkröte da oben. Du gehst weg! Ich muss mich jetzt wieder einspielen, Leute. Ich habe vorhin wieder mal eine Pause gemacht. Ah, jetzt hat der Wind aufgehört. Interessant. Aber jetzt muss ich das irgendwie gut timen. Hier nämlich 1, 2, 3. Das war nice. Du gehst weg, Pamperbruder. Dich kannst du mich mal hier einfach mal rüberspringen. Yeah, wow, wow, und ah, das war jetzt mal klar, dass es irgendwann mal passiert, oder? Dass ich mal irgendwann in den Hammerbruder reinrenne. Und was? Auch keine Halbzeit? Ja, warum nicht? Wir wollen alle natürlich failed sehen, wie ich fehle, wie ich hier abreagieren kann. Jiha! Wo war der Pilz nochmal drin? Ich glaube in der Mitte, oder? Egal. Braucht keiner. Ja! Yeah! Die Welt. Ach, ist doch zu einfach. Die kann doch jeder. Wind, hörst du mal auf hier? Hör auf! Du Wind. Ah, geht doch. Irgendwann hört auf, wenn er halt Bock hat, ne? 1, 2 und wieder 3 Schildkröten. Yeah! 3! Ja, film schon mal aus woanders, hey. Mahlzeit ist das hier. Ah, okay, Besenhammerbruder heißt es ein bisschen warten. Der schießt ganz schön schnell. Okay. Diese Welt 8.1 fängt schon mal gut an, oder? Mit Fails ohne Ende. Lalala. Okay, ob ich hier überhaupt mal irgendwann mal rauskomme, hier in 8.1. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Und ihr geht es nach Hause! Juhu! Und wow, ich habe den sogar getroffen. An dem Pilz. Wie nice. So, warten, warten. Und jetzt. Ducke! Ja, ein bisschen komisch ausgesehen. Das Ducken, aber es hat funktioniert. So, rüber da. Ja, passt. Jetzt hier rüber. Jo, 1, 2 und wieder 3. Ja. Yeah. Und diesmal bin ich hier groß. Das heißt, der Hammerbruder sollte eigentlich kein Problem darstellen, der andere. Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Oh, das war gemein. Oh, das war jetzt noch fieser. In die steht genau unten drin. Mahlzeit, okay, Konzentration, Leute. Wir wollen alle natürlich, dass ich hier weiterkomme, oder? Wer schreibt, ich will nicht weiterkommen, schreibt das bitte ich in die Kommentare. Wenn bis ich 10.000 Leute schreiben. Obwohl eben bei mir noch nicht so viel zuschauen, da habe ich doch mal Glück gehabt. Dass nie so wenige schreiben. Trollolol. Okay, Scherz. So, hau rock. Und jetzt wieder rüber. Das hier ist ein Kinderkram. Und ich stelle mich an wie. Ja, wie ich mich halt anstelle. Wie ein Harry! Wie ein Harry! Der hier ohne Skill rumläuft! Ach du meine Güte. Nebenbei, ich bin gerade erst wieder aufgestanden. Kein Wunder, dass ich mich so anstelle, ey. Man sollte nicht unbedingt schlafen gehen, dann wieder Luigi spielen bei Lost Levels, ne? Aber irgendwie scheint es doch zu funktionieren. Da-da. Dass ich eventuell vielleicht zur Halbzeit des Levels komme. Aber gibt's hier überhaupt sowas? Ah, nein, anscheinend nicht. Ach, wird dafür bewertet. Tschüss, weg da. Ah, jetzt komme ich anscheinend weiter. Ja, sieht gut aus. Ja, du kannst mich mal, du Hammer, Bruder. Du hast mich schon genug genervt, der da unten. Ja, der hat Glück gehabt nochmal. Und nein! What the heck geht da ab? Alter, ich kann mich an das gar nicht mehr erinnern, Leute. Und schon wieder keine Halbzeit. Hallo? Die wollen sicher nur, dass ich dieses Level in First Try schaffe, die programmieren, ne? Und ihr natürlich auch, Leute. Wir wollen alle, dass ich das in First Try schaffe. Challenge accepted, Leute. First Try. Aber links bin ich schon bei einem 6. Versuch oder so. So, rüber da. Wind, 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 du kannst mich mal. Ich brauche keine. Nein! Ich habe X gedrückt. Ich habe X gedrückt und ich springe genau in die Mitte zwischen zwei Schildkröten hinein.
Oh, ich mag die Welt 8 jetzt schon nicht mehr. Nebenbei, zwei Ansage vor dem Anfang. Ich habe vor allem mal Luigi aufgenommen, also Superstar-Sage. Jetzt bin ich hier bei Lost Levels. Oh, das ist eine gute Abwechslung, oder? Yeah. Zuerst ein RPG aufnehmen, dann Jump and Run, dann wieder was anderes. Nur natürlich, macht doch Spaß, wenn man so viele Projekte laufen hat. Kann man auch schön variieren, ne? Eins, zwei. Und drei! Und hinunterfallen! Und Ende! Yeah! Hinunterfallen! Ja! Ist geil! Meine Güte. Okay, ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren, aber nein, ich bin noch müde. Ach, das spiele ich einfach irgendwie. Wird schon schief gehen! So. Pilz her, Pilz her, Pilz her! Ja, Pilz her! Pilz her! Pilz her! Ich mag Pilze! Ich auch! Du, la, la, la. So, Bruder, und geh weg. Zack, zack, zack. Bis hierher ist eigentlich ganz einfach, Leute. Das ist kein Problem hier. Aber ab hier wird es asozial. Stopp. Halt, stopp. Geh weg, du. Ha, okay, er stürzt sich in den Tod. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Du bleibst da unten, ja. Hoppa! So, jetzt muss ich schauen, was kommt denn da jetzt eigentlich? Moment. Hau ab. Das war doch nicht so schwer, was war. Was habe ich da vorhin so gefällt? Keine Ahnung. Hat wahrscheinlich einen Bock dazu. So, ich glaube, da ist eine Münze drin. Eine Münze. Münzen! Wo bin ich jetzt gelandet? Ah, beim Ziel! Ach du meine Güte. Boah, warum hat dann so viel gefehlt? Okay, ich gebe zu. Das Level war schwer, Leute. Boah, und ich habe 7 Minuten gebraucht. Nur für dieses eine Level. Mahlzeit. Welt 8-2. Und es geht weiter mit Hammerbrüder, Puku-Puku-Panzern und Blumen. Und natürlich den hier. Yeah! Ein Lift mit einem Pilz drin. Oh. Den kann ich mich gut erinnern. Den hole ich mir jedes Mal, komischerweise. So schwer ist er gar nicht, wie der aussieht. So. Ihr könnt mich alle mal. Du. Auch, du Blume gehst weg. Na, das Level hat. Oh, genau, das hat einen Trampolin, den roten. Da war doch was, da war doch was. Egal, am Anfang ist es eigentlich relativ einfach, auch wenn es schwer aussieht. Es ist es nicht, Leute. So einfach, zack. Einfach nicht drüber nachdenken, einfach machen. Nicht denken, tun. Tu es, mach es. Wie war das? Irgendwie so. Moment. Ah, okay, geh weiter, geh weiter. So, stopp! Und euch nehme ich jetzt mit. Huhaha! Huhaha! Leider bekomme ich kein Power-Level mehr. Also Level Up. Beziehungsweise, ja, ein Leben. One Up, sagt man ja auch. So, hoppa! Und yippie! Und stopp! So, ja, sieht gut aus. Und, ah! Hier ist ein Stern drin, nebenbei. Du. Yeah, jetzt wird hier abgeräumt! Yeah! Oh nein, das ist das Level. Ah, oh, ich hasse es. Ah, er ist ja wieder zurückgeschickt. Ziemlich am Anfang hin. Ja, zum Trampolin. Ach, das ist das Level. Oh, Leute, ich darf den Stern nicht nehmen. Kein Scherz, ich darf den Stern nicht nehmen. Ich muss auf den Koopa-Panzer, auf den Block. Und da ist eine Ranke drin. Das wird nicht einfach. Okay. Wie mache ich es am besten? Luigi könnte auch schon von vornherein so fast draufspringen. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Da ist ein What the fuck Pilz drin. Ein schwacher Pilz und. Ja, ist egal. Alter, das war das Level. Ich erinnere mich wieder. Ja. Eieieiei, jetzt fängt es an hier zu dampfen. Nimm ein Dampfbad. Eieieiei. Ich habe wirklich das Gefühl, heute ist es der Tag der Fails. Füllen wir einen neuen Tag ein, Leute. Tag der Fails. Jeder spielt Mario Lost Levels. Jeder. Und muss mindestens einmal fehlen, sonst gilt das nicht. Auch die Japaner, ja. Natürlich auch die. Ich habe nichts gegen Japaner, nein. Ich mag sie sogar sehr gern. So, die haben natürlich sehr viele Spiele gemacht. So, du gehst und du Hammer, Bruder, du kannst mich mal. Ich ignoriere dich jetzt einfach mal. Haha, ich komm. Ran, du! Ah, das hat man davon. Ah, hepp! Ich sage, da oben ist der Ranker, jetzt komme ich nicht mehr ran. Weil ich das Ding weggemacht habe. Der schon wieder. Entweder tötet mich die Blume da oder der Maulwurf.
sucht's euch aus, es passiert mir immer und immer wieder bei sowas. Yeah, komm runter, du Pilz. Ich brauch dich vielleicht noch. Vielleicht. So. Komisch, dass der Maulwurf sich umdreht, wenn er runterfällt. Aber so ist er nun mal, ne? So ist er nun mal, der Maulwurf. Der Herr Maulwurf. Zack, weg mit dir. Du bist bisher... Ah, ich hab gebremst! Okay, stimmt, weil Luigi rutscht immer so schön, ne? Da dauert's Bremsen doch immer ein bisschen länger. Vielleicht sollte ich jetzt schneller rennen. Ach, jetzt erst recht, jetzt schnell, jetzt laufe ich erst recht schneller. Wow, Luigi kann so hoch springen. Wie geil. Moment, das geht. Hopp, mit Anlauf sogar. Blume, du gehst weg da oben und hoppa. So, haha, so geht das. Warum immer den Block kaputt machen? Man kann auch so hoch springen, ne? So, weg mit der Blume, ja. Passt mir gut bis jetzt. Nicht schon wieder. Ah, ich hasse diesen Winter. Ich mag ihn wirklich nicht. Aber wenn ich rausgehe und Winter ist, dann mag ich. So ein schöner, kühler Winterbrise hat schon was drauf. Oh yeah. Und du gehst weg, Blume, bitte. Danke. So. Ich sage, bis da vorne ist es kein Problem, Leute. Bis hier, bis zum Trampolin, ist es für mich überhaupt kein Problem. So, jetzt stopp. Kannst mich mal. So, das kann ich jetzt auch schon teilweise gut. Einen Stern darin nicht nehmen, auch wenn es noch so weh tut. Stern. Kein Stern für mich. Ich will den Stern haben. Doch es tötet mich. Das hat jetzt irgendwie perfekt gepasst. Ich glaube, sogar als kleiner Luigi ist man da besser dran, besser Ranke. Ich probiere es mal aus, Leute. Zack. Ah, das ist kein anderer Pilzen. Und ich springe genau in die Schildkröte hinein. In den Paracuba. Ja, natürlich. Eieiei. Das wird ein langer Part, Leute. Das wird ein langer Part. Yeah. Wir wollen natürlich alle einen 50-Stunden-Part. Boah, wie lange wird das dann dauern, hochzuladen? Meine Güte. Wir hätten ja schon halben Stunden-Parts. 3 Stunden. Oder 2 zum Hochladen. 2 zum Rendern, ja. Eine halbe Stunde Part, Leute, ja. Also wisst ihr schon mal, wie viel Arbeit ich vor mir habe, wenn ich hier einen Stundenpart oder länger aufnehme. Dann dauert das nämlich 4-mal so lange, nicht doppelt. Es dauert 4-mal so lange. Doppelte Zeit, 4-fache Länge an Rendern. Das ist einfach so. Das sind Videos. Yeah. Nur mal so was nebenbei bemerkt, ne? Damit ihr wisst, was ich mir eigentlich antue. Nicht nur Lost Levels Challenge, sondern auch noch die Videolänge ist geil. Und jetzt kann ich hier hoch. Yeah! Endlich hier oben. Und hier geht es knallhart weiter bei den Wolken. Och, die sehen ja richtig putzig aus, oder? So, hoch, hoch und genau hinuntergefallen. Ich hab doch X gedrückt. Das Programm sagt nein. Programm sagt nein. Programm hat gesagt, nein, du hast zu kurz gedrückt. Du Programm, kannst mich mal BAM voll in die Röhre gerannt. Jetzt nochmal BAM voll ins Trampolin gerannt. Ah. Was sagt man, gerannt? Nein, gerannt. Egal. Ist, was ich meine. So, komisch, dass der Hammerbruder nicht erschienen ist. Normalerweise würde er schon längst kommen. Aber mir soll es recht sein. Und du, Paracuba, geh nach Hause. Geht das irgendwie? Nee, das geht nur mit Paracuba. So, tschüss. Und bam. Da rechts hoch geht auch nichts, Leute. Das geht auch mit Luigi. Alex ist dort nicht. Habe ich schon mal ausprobiert. Dort ist nix. Nente, nada. Schwarzes Loch. Nee, ist gar noch weniger. So, und genau hinunterfallen. Das habe ich mir jetzt gedacht, dass das passiert bei mir. Eieieiei. Immer passiert mir das Gleiche jetzt. Ist langweilig. Es ist langweilig, wenn immer das Gleiche passiert, ne? Das kleine Luigi bin ich hier wirklich besser dran, kommt mir vor. Dann mache ich mal kleinen Luigi hier weiter. Yeah! So, so lang ist das Level eigentlich gar nicht, aber es ist schwer! Wow, das war knapp, das auch. Und jetzt hoch da! Und hier auch, hoch da! Und diesmal langsam hoch, weil da vorne ist das Ziel. Boah, ich bin schon bei 15 Minuten, bin erst bei 8,2! Wow! Ich bin erst bei 8,2, mein... Oh. Meine Güte! Danke.
Danke, Programmierer, dass hier eine Wolke Stück ist. Danke, 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 danke. Ich muss mich schon ein bisschen aufregen hier. Welt 8.3. Aber ich kann mich nicht aufregen, weil ich bin selber schuld, ne? Welt 8.3, die Wolkenwelt ist hier. She is here mit Lakito und natürlich mit Paracoupan und mit Lakito und mit Fates. Nicht zu vergessen. Als bin ich endlich in Welt 8.3 angelangt. Endlich! Ach, das ist eine Wolkenwelt. Ich mag Wolkenwelten nicht. Da kann man so schön hinunterfallen. Oh je, ich sag nur Mario Bros. 3. Oh, Wahnsinn! Wuhu! Macht Spaß. Wow! Aber das nicht. Das macht keinen Spaß, wenn die Schildkröte hier links, rechts geht und dann sofort umdreht, wenn ich hochgehe, ne? So. Wow. Das war knapp, das war knapp, das war knapp. Ups, das auch. Und jetzt hoch da! Hoch! Ja, am höchsten! Yeah! Jetzt einfach mal durchrennen, das ist mir egal. Du auch. Yeah! Ja! Stopp! Stopp einmal. So. Ich glaube, da waren auch noch ein Hammerbruder, ne? Nein? Moment, da war doch was, oder? Irgendein versteckter Block, oder täusche ich mich da gerade? Nein? Okay, da war nix. Auck! Aber es waren hier Paracoupas. Yeah! Und ich springe mal knallhart über den ersten. So, ihr zwei geht weg hier. So. Ah, hier war das. Genau. Hier ist irgendwo noch ein zweiter versteckter Block. Genau. Hep! Hier war das. Hier ist eine Waage. Eine Waage wie gewuge. Rüber da. Und hoch. Und höher. Und zum Ziel. Boah. Gar nicht so lange gebraucht, wie ich dachte, für 8.3. Aber jetzt kommt das Final Castle. Denkt man sich vielleicht. Hust. Welt 8.4. Mit Blitz und Donner. Und es ist eines der schwersten Castles, die ich jemals gesehen habe, Leute. Es ist ein Rätselschloss. Das sieht man schon mal am Anfang. Und ich habe länger X gedrückt, als wie der Luigi gesagt hat. Aber Leute, es ist derbe schwer. Das sind ja noch Kindergarten da vorne. Das kann jeder. Sollte zumindest jeder können, wenn der Luigi mir meinen Commander-Befehl nehmen sollte, dass ich länger drücke und nicht zu kurz. So. Das geht ja noch hier. Das ist auch kein Problem eigentlich. Nur die Flamme da unten könnte ein bisschen stören. Komm raus. Nochmal. Ja. So, rüber da. Nein! Oh, die kommt sogar nochmal raus. Boah, knapp. So. An das Rätselschloss kann ich mich gut erinnern. Man muss nämlich da runter, wo die Pflanze ist. Dahin. Dahin. Da geht's weiter, nämlich in ein Wasserschloss. Ja, das finde ich geil. So. Du gehst bitte weg und halt schon passiert. Ein Blooper habe ich getötet. Ein Blooper. Ja, mit so eng ist, dann kann es mal passieren. Vor allem, wenn da eine Feuerflamme daneben war. Oder vom Wasser umgeben natürlich auch noch. So. Ich springe immer von hier weg, Leute, weil von oben ist es riskanter. Das mag ich nicht. Ich springe hier von hier unten. Warum renne ich da nicht einfach durch? Egal. So, wieder eine dritte Flamme? Natürlich eine dritte Flamme. Ei, ich habe länger X gedrückt, du. Ich stelle gleich die Steuerung um. Da kann mich dann gleich haben. Ich stelle wirklich die Steuerung gleich um. Mark. Der mag mich nicht. Der soll es zugeben. Der mag mich nicht, der Luigi. Yeah. It's me, Luigi. Ich mag Harry überhaupt nicht, ne? Bin Klempner. Na? So. Springen! Kann mich mal. So. Hier hoch. Hoch. Bis hierher sollte es eigentlich immer schaffen. Eigentlich. Pass schon wieder die X-Taste rumbackt und naja. Oder die Links-Taste. Such's euch aus. Oder dass ich zu schlecht bin für dieses Level. Such's euch aus, es stimmt alles. Ich bin zu schlecht fürs Level. Ich bin zu schlecht dafür. Oh, es ist eine geile Atmosphäre hier. Mit dem Blitz und Donner da im Hintergrund. Alle Programmierer haben sich da ganz schön viel einlassen. Einfallen lassen bei diesem Castle. Es ist wirklich beinhart näher. Okay. Bis hierher ist Kindergarten eigentlich. So, Blooper, du gehst weiter, weiter. So. Dann bewege ich mich mal. So. Das geht ja auch noch hier. Ups. Ah, halt, stopp. Du Blooper, gehst weg hier. So. Das geht ja auch noch. Das ist einfach sich langsam vorbewegen. Aber das hier! Ich will hier raus. Das, Leute, ist
schwer. So. Jetzt nehme ich runter. Nein. Alter. Oh, boah. Das ist schwerer, als es aussieht, Leute, hier, diese Stelle. Meine Güte. So, weiter. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Rätselschloss weitergeht. Es war etwas kompliziert jetzt, glaube ich. So, Pilz, du gehst weiter. Die braucht keiner. Du, Blooper, gehst weg. So, ich weiß nicht mehr, wo es lang ging. Ich glaube, hier. Nein? Ah, dann noch weiter. Eieieiei. Geh weg, du Blooper. Ich hab gesagt, geh weg. Komm her. Komm her zu Luigi. So. Rüber. Man kann das richtig ausnutzen beim Bloopern, dass die sich genau dorthin bewegen, wo man, wenn man will, also sich hochschwimmen. Einfach mal ein bisschen zur Seite schwimmen und jetzt schon wieder diese Stelle. Ah, ich hasse sie. Moment. Ups. Komm raus. Ah, kommt genau hinunterfallen. Ha! Das passiert mir jetzt sicher jetzt noch 10.000 Mal. Und wow, ich hätte schon fast ein Timeout gehabt. Ich hatte nur noch 150 Sekunden Zeit. Ach, dieser Ghost Castle ist hart. Und was sollte das jetzt? Ach so, an dieser Stelle sollte ich auch mal sterben. Ich verstehe. An dieser Stelle sollten wir auch mal sterben. Egal, verstanden, Leute. Was ihr damit sagen wollt. Ihr wollt natürlich jede Stelle mich verrecken sehen. Jede Stelle, jeden Moment, jede Sekunde, jede Millisekunde. Und natürlich in jeder Lava. Woo! So, hier bin ich nicht gestorben. Das wird sicher auch noch passieren hier. Ich werde hier noch sehr viele Versuche brauchen. Wasser. Rüber da. Zur Wasser. Das geht ja. Oder Leute, ich so chillig hier. Das ist doch nice. Aber erst da vorne. Ich hasse das. Wer es auch hasst, kann es mir ruhig schreiben. Und wer es so wie ich in First 3 schafft und dann nie wieder, kann mir auch eine Video-Antwort schreiben. Natürlich ohne Safe States, Leute, ne? Ist klar, Safe States ist was für Noobs! Und ich benutze sie nicht. Oder so. Weg. Das werden wir lassen. Kaiser und Mario ohne Safe States. Boah! Bin doch nicht verrückt. Jetzt kommen wir mal bei Lost Levels weiter, Leute. Wir sind hier noch nicht ganz fertig. Jetzt muss ich mal das 8. Castle hier schaffen. Und. Nein! Oh, ich dachte, die kommt nicht raus. Oh. Ja, du Blume, du. Luigi, ich muss mich sofort in den Tod stürzen. Weil mir eine Blume getötet hat. Eine rote Blume war es. So, rüber da. Rüber. Stopp. Luigi hat jetzt den Motor. Rum. Der Luigi-Motor. Erfunden von Luigi. Nur für Luigis. So. Runter da. Wenn man weitergeht, kommt man nebenbei in ein unendliches Level. Wie ein Rätselschloss halt. Wie ein ganz normales Rätselschloss. So, du gehst. Tschüss, Blooper. Aber die Musik, die ist einfach hier nur nice. Mehr kann ich hier nicht sagen, eigentlich. She's nice. So. Komm raus, Blume. Und jetzt wieder rein. Aha. Wenn man die nicht rauskommt, die Blume, dann muss man hier hochspringen. Dann kommt sie wieder raus. Weil sonst kommt sie raus, wenn man genau hinunterspringt. Ich kenne diesen Trick schon zur Genüge. So, rüber da. Und jetzt muss ich schauen, wo muss ich rein? Nein, diesmal fahre ich nicht auf diesen Trick rein. Haha, kann ich gern haben. So, Blume, dann kommt der Paracooper, dann kommt noch eine Blume, dann kommt noch ein Paracooper mit Lift. Moment, ich glaube, ich muss da woanders rein. Oder muss ich hoch? Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, böser Pilz und ein böser Paracooper, der böse platziert ist. Eieieiei. Das wird noch länger dauern. Oh je, das wird noch länger dauern. Ihr wollt natürlich. Ah, 25 Minuten nehme ich schon auf fast. Meine Güte. Wuhu. Wir wollen natürlich alle einen Dreiviertelstunden. Hart. Alle Daumen hoch. Yeah.
die dieses Let's Play episch finden oder failig oder die einfach nur denken, was ist das für ein Spast? Nimmt Let's Fail mal Luigi auf und spielt mit Luigi. Let's Fail Mario und dann spielt mit Luigi. Was ist das für einer? Sofort nicht begucken. Nee, mit Luigi ist einfach schwerer, heißt es eigentlich immer. Aber bis jetzt habe ich mich eigentlich gut geschlagen, finde ich. So, raus mit der Blume, Blume, Blume. Komm raus, komm raus. Komm raus und jetzt runter. Yeah. Tschüss. Puh, langsam kann ich das hier auch schon. Aber wo geht's denn da entlang? Ich weiß es nicht mehr. Nicht mehr den Fragezeichenblock, das weiß ich noch. Aber dann? Dann habe ich jetzt einen Fragezeichenkopf. Du bist es auch nicht. Oder ich muss da wirklich hoch. Da oben hoch, Leute. Da rechts oben, wo man es gerade hinsieht. Das wird nicht einfach. Okay, lieber so, als wir sterben. Okay, irgendwie muss ich das machen. Ich glaube, da muss man durchrennen oder sowas. Eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt nicht, aber das ist ein bisschen crazy. So, stopp. So, mit Anlauf. Brumm, brumm, brumm! Auch nicht? Warte. Ich habe gerade Fragezeichen im Gesicht, Leute, das seht ihr gar nicht. Ey. Schade, dass ihr es nicht seht, weil das ist nämlich ein episches Fragezeichen, das ich gerade im Gesicht habe. Warte, wie geht's denn hier weiter? Hallo? Niemand zu Hause? Nein, niemand zu Hause. Niemand zu Hause. Ja, ich weiß. Da komme ich raus. Oder geht's doch da entlang? Schauen wir mal rein. Okay, da kann man nicht rein. Dann hier geht's auch nicht weiter. Hä? Ich bin gerade ein bisschen ratlos, Leute. Ich bin ratlos! Sowas passiert nicht oft. So, rüber da, mit Anlauf natürlich. Nein! Hä? Ich check's nicht. Wie geht hier das Schloss hier weiter? Egal. Ich will kein Timeout haben. Das ist eine gute Ausrede, oder? Aber wie geht's da weiter? Hilfe! Ich weiß es nicht mehr. Eieieiei. Jetzt muss ich hier einen Weg finden. Eieieiei. Das ist nämlich schon fast das Ende, Leute. Zumindest fast. Und es ist das erste Mal, dass ich vielleicht hier sterbe. An dieser Stelle. Okay, wie ist denn der halbe Weg? Kann's mir jemand bitte sagen? Sofort jetzt und hier. Sonst trinke ich noch hier ein Bier. Nebenbei, ich bin kein Biertrinker. Ich bin der Weintrinker. Aber das interessiert euch eh nicht. Ihr interessiert euch nur für die Fels hier. Sonst hättet ihr ja nicht eingeschalten, oder? Natürlich, so. Bis hierher geht's ja noch. Das kennen wir alle schon. Lal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 
Die sind neu gewesen jetzt. Die Cheap Cheeps. Ah, dieser Weg ist jetzt richtig hier. Das weiß ich. Da brauchst du nicht sagen, nee, nee, das ist der falsche Weg, Leute. Und, Blupa, komm her. Komm her. Süßer. So, runter. Jetzt wieder rüber. Geh weg, du Feuer. Ich finde schade, dass es in späteren Marios nicht mehr so ein Wasserschloss gibt, wo Feuer ist. Das vermisse ich ein bisschen. Oder zumindest nicht bis zur Wii U. Das habe ich noch nicht angeschaut. So, up. Und, ah, komm hoch, du. Aia! Und genau hinuntersprungen. Haha. Okay, jetzt muss ich wieder Concentration, bitte. Wir wollen hier nicht ewig hängen bleiben. Die Welt. Ich sage, das achte Schloss, das ist... Dafür finde ich keinen Ausdruck mehr, hey. Das ist einfach nur schwer. Das ist nicht mehr schwer, das ist Lost Levels Niveau. Lost Levels Niveau. Das braucht doch jeder, ist klar. Lost Levels. Boah. Wer schafft diese Challenge im First Try? Ich kenne bis jetzt keinen. Schade eigentlich. Außer vielleicht mit Save States, aber das ist ein bisschen lame mit Save States. Wie gesagt schon. So. Bis hierher kennen wir ja schon die ganze Geschichte. Aber im nächsten Raum, wie geht's da weiter? Help me, please! Help me! Help me! So ähnlich. Komm her. Und, so geht doch. So, wie geht's da weiter? Kurz nachdenken, Nachdenkpause, Nachdenkpause, Nachdenkpause. Wie kann's da weitergehen, Leute? Interessant, dass Luigi nicht rauskommt, wenn ich da Pause drücke. So, puh. Hopp. Okay. Das geht auch noch. Der Pilz stört einfach nur. Und wie ich genau auf der Kante stehe, oder gar nicht auf der Kante. Es war nicht ein Pixel frei. So, das geht hier nicht. Ich brauche da jetzt schon Anlauf, das kennt ihr schon. Hopp. Und hopp. Nein! Ah, ich glaube, da muss man sofort bremsen und da hinunter. Eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt nicht zurzeit. Ich sehe jetzt einfach keine andere Möglichkeit. Hey! Entschuldige, dieser Pilz. Der stört. Tschüss. Ich mag keiner. Zumindest ich mag dich nicht. Du Blooper gehst auch hoch. Jetzt ist mir zu viel los hier. Ich gehe. Tschüss. Moment. Ich gehe gleich hier. Ne? Ist mir zu viel los. Tschüss. Nein! Das muss perfekt passen. Mhm. Und jetzt. Hoch da und hinuntergesprungen und in den Tod. Wo ist da der richtige Weg? Ich bin leicht verzweifelt, Leute. Leicht verzweifelt. Aber nur leicht. Und jetzt bin ich stark verzweifelt! Nee, es geht noch. Es könnte schlimmer sein. Ah ja, ja, das... Paar Tage, schon eine halbe Stunde sehe ich schon auf meinem Timer. Meine Güte. Aber nur weil ich nicht weiß, wie es weitergeht und die X-Taste schon wieder buggt. Vielleicht hat es gerade gehört. Nee, du X-Taste, du! So, ab und rüber da! Ja! So, rüber! So. Konzentration. Am ersten Teil des Schlosses. Funktioniert! Konzentration im zweiten Teil des Schlosses. Okay, das ist eigentlich der einfachste Teil hier. Da braucht man sich nicht mal zu konzentrieren. Das ist easy. Da hätten wir es vielleicht ein bisschen asozial gestalten können, aber das ist einfach so, wie es ist. So, das hier ist einfach nur, ja, spaßig. So, und jetzt... Und, ja. Komm. Komm. So. So geht's auch, ja. So geht's auch. Tschüss. Und hallo. Ich hab Angst davor, Leute. Ich hab Angst von da vorne. Ich drücke jetzt ja immer Pause. Ich hab einfach Angst davor. Ach so, tschüss. Und genau darunter. Ich dachte jetzt, er springt höher. Nichts riskant spielen, Harry. Nichts riskant spielen. Tschüss!
ist die Welt. War schön, dich kennenzulernen. Ich habe Bowser bis jetzt noch gar nicht gesehen in diesem Level. Bis auf dem Startbildschirm. Uah! Weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Tja, das ist ein endloses Level. Dieses Level hat kein Ende. Uha! Luigi soll Prinzessin Peach nie retten. Okay, sobald der Part 45 Minuten dauert, Leute, werde ich ihn cutten und dann weiterspielen sofort. Weil sonst dauert das mit Rendern und Hochladen viel zu lange und dafür habe ich nicht so viel Zeit. Ich habe heute noch was anderes vor, als wie Mario und Luigi, ja, das auch noch, wie Luigi zu spielen hier. Moment. Muss ich gerade husten. Kommt davon, wenn man zu viel redet hier. So. 36 Minuten, plus minus ein bisschen was, weil ich habe am Anfang ein bisschen Testaufnahme gemacht. Wegen meiner Stimme und dem Ton. Bis jetzt hat es eigentlich immer gepasst. So, 306 Sekunden noch. Das geht noch. So, hoch hier. Wupsa, stopp. Und runter hier. Na, ich sagte runter. Aber nur wenn die Pflanze weggeht. Ja. Hallo? Ich glaube, der Luigi mag jetzt auch schon nicht mehr. Nein! Da muss man genau am Rand hin, Leute. Das ist gar nicht so einfach. Ihr könnt es ja selber probieren, diese Stelle. Und dann ist wieder das ganze Castle wieder von vorn. Ne. Bin ich schon in das zweite Segment reingesprungen? Ich glaube noch nicht. Wir setzen ins erste Segment. Hua, neuer Tod. Ins zweite Segment gesprungen. Yeah! Wuhu! Yeah! Geilo! So, stopp. Hoppa! Und stopp. Und weiter. Und. Hallo, Blume! Hallo! Das schaffe ich nicht mal das hier. Dass man das Castle auch immer wieder von vorn machen muss, das nervt. Wenn es wenigstens eine Hardzeit geben würde. Oder wenn ich nächstes Mal die X-Taste richtig drücken würde. Dann wäre es schon mal um 10% einfacher. Um 10 von 100. Yeah! Aber diesmal habe ich jetzt wirklich gedrückt, ne? Tja, ich glaube, ich ändere jetzt gleich die Steuerung. Das hatten wir heute schon mal, aber ich tue es gleich wirklich. Wir können alle dabei zusehen! So. Map, map. Up. Tschüss. Und du gehst auch weg. So. Komm, neuer Blooper. Blooper, ich mag dich. Komm her. Jetzt nicht mehr. Jetzt mag ich dich nicht mehr. Du bist mir zu langsam. Bin ein bisschen in Rage hier schon. Bisschen. Aber man darf hier nicht ausrasten. Das will das Spiel nämlich. Und dann spielt man noch schlechter, als man eh schon tut. So, da geht dorthin, wo ich hinschaue. Hab ich gar nicht gecheckt. Okay. Haben wir einen Luigi-Motor für Luigis? Natürlich haben wir den wieder. Und jetzt runter hier. Und jetzt wieder natürlich auf Pause drücken und nachdenken, wo es lang gehen könnte. Pause weg. Pause wieder her. Pause weg. Ach, wir brauchen keine Pause mehr. Einfach weiter hier durchwaschen. Ist mir jetzt eigentlich egal, wie der Weg ist. Ich gehe jetzt einfach irgendwie. Wird schon irgendwie passen. Tschüss. So, komm her, Lift. Ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert das ja. Ja, vielleicht funktioniert es ja. Ja, vielleicht. 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 Yeah. Ist hier was? Ja. Das Dead End. Weg mit euch Schildkröten, da macht Luigi ja was mit hier. So, ich höre was. Das klingt nach Bowser. Ja! Huch, das war der falsche. Okay. Langsam, 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 langsam. Da ist noch nämlich was vor mir. Yeah! So. Durchwaschen! So, und jetzt bin ich endlich hier angekommen. Am Final Boss Raum! Yeah! Hoppa! Ach, du Heilige.
Und Luigi hat Prinzessin Peach gerettet. Boah, das war aber knallhart, Leute. Das war nicht einfach. Und das gibt dafür ein Küsschen auf die linke Wange. Yeah! Danke, Luigi. Du hast das Königreich gerettet. Jetzt versuche ich eine schwierige Herausforderung. Und ja, Leute, es ist noch nicht vorbei. Es geht weiter mit Welt 9. Kein Scherz, es geht weiter mit Welt 9 und es gibt hier keinen Pauseknopf. Okay, Leute, dann werde ich hier gleich weiter aufnehmen, aber ich mache jetzt mal Stopp. Ach, doch. Okay, hat irgendwie nicht funktioniert. Bis zum nächsten Mal in Welt 9. Tschüss.